Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und freue mich, dass du dir wieder ein Video von mir anschaust. In diesem Video arbeiten wir mit Ebenen und das Ergebnis soll sein, eins deiner Bilder in einer Schneekugel. Und alles, was du dafür brauchst, stelle ich dir kostenfrei zur Verfügung. Sozusagen als kleines Weihnachtsgeschenk. Du musst einfach nur den Download-Link in der Videobeschreibung benutzen und kannst dir dann die Schneekugel als Overlay, zwei Hintergrundfotos, noch ein bisschen stimmungsvolle Beleuchtung, alles so runterladen. Und wenn du das jetzt schon runterlädst und in ein Verzeichnis tust, dann kannst du ja vielleicht sogar parallel einfach mitarbeiten. Oder du schaust es dir einfach nur in Ruhe an, ganz wie du magst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das soll das Ergebnis sein, was gleich aus der Bearbeitung rauskommt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich beginne mit der Schneekugel. Gehe in den Bearbeiten-Modus und suche mir das Bild, was ich in die Schneekugel reintun möchte. Dann nehme ich erstmal hier das Bild vom Kölner Dom. Das schiebe ich jetzt so hin und her, bis es passt. Ich kann das auch von der Größe was verändern. Wichtig ist nur, dass man bei der Änderung nicht hier an den Seiten zieht oder oben und unten, sondern immer hier an den Punkten, weil sonst die Proportionen nicht mehr stimmen. So, und wenn ich das soweit ausgerichtet habe, gehe ich auf volle Deckkraft und schiebe das hinter die Schneekugel. Dann sieht das so aus. Jetzt brauche ich natürlich in einer Schneekugel auch noch Schnee. Also nehme ich mir eins der weiteren Overlays, nämlich den Schnee, der jetzt erst einmal vor der Schneekugel ist. Ich passe den jetzt mal so weit wieder an in der Größe, dass es ungefähr mit der Schneekugel übereinstimmt. Und schiebe den in die Schneekugel rein, aber vor dem Motiv. Und wenn ich jetzt die Deckkraft erhöhe, dann sehe ich kein Motiv mehr, weil der Hintergrund bei dem Schnee schwarz ist. Also muss ich die Art der Ebene ändern und dann nehme ich nämlich hier negativ multiplizieren. So, jetzt hätte ich gerne aber noch ein klein bisschen mehr Schnee. Also gehe ich hin und dupliziere die Ebene. Jetzt habe ich doppelt so viel Schnee, was man jetzt nicht unbedingt sieht. Der Schnee ist nur intensiver geworden, weil die natürlich genau übereinander liegen. Also gehe ich hier auf Vertikal spiegeln und dann habe ich tatsächlich doppelt so viel Schnee da drin. Ich kann jetzt auch noch jede Ebene für sich anpassen. Wenn ich jetzt gerne das Bild von dem Dom ein bisschen dunkler hätte, oder den Schnee vielleicht noch ein bisschen heller, kann ich das alles hiermit regeln. Und jetzt nehme ich mir noch eine weitere Ebene dazu, nämlich die mit den bunten Lichtern. Die soll mir hier diesen leeren Bereich hier oben ein bisschen anders gestalten. Dafür drehe ich die aber auch erstmal mit Spiegeln, damit die Lichter nach oben kommen. Ziehe mir die so weit, wie ich sie brauche und schiebe sie mir dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Gehe auch hier wieder auf negatives Multiplizieren. Und hier in der Kugel möchte ich ja diese Lichter nicht haben. Also gehe ich auf Maskieren, Pinselauswahl, wieder radieren und radiere in der Kugel die rote Maske weg. Denn überall da, wo keine rote Maske ist, ist auch keine Überlagerung. So,
Und dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich dieses einmal stehen habe und jetzt abspeichern würde, dann kann ich natürlich jedes x-beliebige Bild da reintun. Ich kann jetzt mal den Dom, die Ebene verbergen. So. Und ziehe mir etwas anderes da rein. Nehmen wir einfach mal das. Eine Kugel von Fortuna. Und die schiebe ich dahin. Die Deckkraft auf volle Stärke. Und justiere mir die auch so, wie ich es in der Kugel haben möchte. Und damit ist ein anderes Bild da drin. Ich hoffe, das Video war für dich interessant und es hat Spaß gemacht mitzuarbeiten, wenn du denn mitgearbeitet hast. Oder es hat dich inspiriert, demnächst vielleicht dann selber so etwas zu machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Video in dem nächsten Jahr. Bis dahin, ciao.